Wer kennt diesen Pult hier noch? Diesen legendären Pult? Dieser Pult? Ja, genau. Ihr wisst, wo ich jetzt gerade mich befinde. Zumindest einige von euch. Dieser Pult, der gehört ihr hier. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Ja, genau. Ich bin jetzt gerade bei Flatti. Und hier, er hier ist auch dabei. Moin Moin, ich bin's, nicht euer Flatti. Wir machen das hier. Hier, Surströming. Das hat mir mal Taunus TV über Fanpost zugesendet. Nochmals vielen Dank dafür. Und heute ist es soweit. Heute fressen wir das. Und deswegen bin ich hier extra hierher gereist, damit wir das hier zusammen verzehren tun. Es beginnt. Jo. Ich habe extra alle Fenster geschlossen, damit wir diesen schönen Geruch noch lange riechen werden. Ja, dein Dosenöffner funktioniert super. Na, jetzt funktioniert er. Oder? Ich habe hier extra ein bisschen Gurkengläser hingestellt, damit du das durchströmige Wasser bei Bedarf da reinkippen kannst. Und trinken kannst. Ja. Wer weiß, vielleicht macht er ja die eine Flatti-Challenge. Surströmig Wasser auf Ex. Da, wo ich kläglich gescheitert bin, wo ich nur einen ganz kleinen Schluck trinken konnte und mir so übel wurde. Aber bei mir war auch der Surströmig komplett zersetzt. Ja, das funktioniert nicht so gut mit deinem Dosenöffner. Ja, das funktioniert voll scheiße. Ja. Aber ich das mit meiner alten Variante. Genau. Hier. Mein Pult leidet. Der bekommt so strömig Wasser ab. Ja, das funktioniert doch. Bei der altmodischen Variante. Ja. Ja. Also ich muss sagen. Es geht eigentlich. Bis jetzt stinkt das gar nicht so wirklich. So der erste Moment war ein bisschen komisch, aber so schlimm ist das jetzt nicht. Bis jetzt. Okay. Also den so schwung, den ich das letzte Mal hatte, der war deutlich schlimmer vom Geruch her. Ja, wer möchte als erstes? Beginn. Schaut euch nur diesen schönen Surströmming an. Sehr salzig. Hm. Mmh. Ja, kann man essen. Okay. Ja. Ja. Also ich finde da nichts Schlimmes dran. Außer dass das wie Salzwasser schmeckt. Und ein bisschen auf der Zunge, bisschen von der Salzigkeit, ein bisschen vibriert. Salzwasser. Hm? Ja, dass der sehr salzig sein soll, habe ich gehört. Schmeckt wie die Ostsee. Fühlt sich auch irgendwie ganz cool an, irgendwie. Ja. Ja, so salzig irgendwie. Interessanter Geschmack. Ja, dann will ich auch mal. Gönn dir. So speziell irgendwie. Ja, lecker, lecker. Hm. Ja. Salzig. Sehr salzig. Leicht fischig.
Aber gar nicht so stark fischig. Nicht irgendwas, was ich jetzt jeden Tag essen muss, aber auch nicht schlimm. Ja. Ich hab's mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, ich auch. Ja, auch. Also das Duschkomikwasser war schon deutlich schlimmer gewesen mit dem zersetzten Fisch. Ja. Hätte gewusst, dass das so lecker schmeckt, hätte ich noch ein paar Milchbrötchen noch gekauft. Ja. Klar, die gönnt sich noch ein ordentliches großes Stück. Jo. Jo. Mmh. Gönnt ihr auch noch ein Stück? Ja, ja. Das hier ist das. Ich weiß gar nicht, ob das fokussiert. Ja. Geht eigentlich voll klar. Geht fit. So, Natururin soll ja noch die Flatti-Challenge machen. Und zwar das ganze surströmmig Wasser auf Ex zu trinken. Das Ganze. Ja, ich versuche das jetzt mal irgendwie reinzukippen. So, Natururin, du hast die Ehre, dich an meinem Pult hinzustellen. So, wir trinken jetzt hier das Wasser von diesem Surströmming-Inhalt. Von dieser Dose. Das hat Flatti gerade geteilt, hier diesen Gefäß hier reingemacht. Und zum Wohl. Prost. Also, ich hatte eigentlich gerade gut angesetzt gehabt, war zuversichtlich gewesen, dass ich das schaffe. Aber dann habe ich ihn kotzen gehört und musste los. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen und langsam ist es dunkler geworden. Und an dem Tag, wenn dieses Video hier online geht, wird ein Livestream gestartet. Und zwar Ramses, der möchte heute um 18 Uhr auf meine gesamte Heidschnuckenwegwanderung reagieren. Auf diese ganzen 13 Teile. Sprich, das wird so ein richtig langer Stream werden. Und ich werde da auf jeden Fall im Chat auch online sein. Und ich werde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle heute um 18 Uhr auch rübergeht. Ob wir uns gemeinsam den Stream anschauen tun. Also stellt genügend Bier kalt und dann gucken wir uns das heute Abend um 18 Uhr an. Krankheit. Scheißgeruchmaschine. Diese Scheißgeruchmaschine, die kann Scheißgeruch produzieren.